Ralf Horstmann hatte am Samstagabend das sportliche Sagen auf der Trainerbank der Braunertaler Eintracht. Aus beruflichen Gründen stand Trainer Rainer Wagner leider nicht zur Verfügung. Gegen den HC Aschersleben ist die Eintracht aus Braunertal klarer Favorit. 11 Punkte trennen beide Teams, aber Vorsicht ist geboten. Denn am letzten Wochenende erkämpfte sich das Team von Trainer Miroslav Cilic ein 37:36 gegen das Top-Team aus Coburg. Zu Anfang der Partie stand Aschersleben Goalie Ivan Jabo mehrfach im Mittelpunkt. Mit seinen Glanzstarten brachte er die Eintracht schier zur Verzweiflung. Erst nach 12 Minuten kam die Eintracht in Schwung. Phil Rebinger trifft zur 6:5 Führung. 3 Minuten später ein schneller Spielzug der Braunertaler. Christian Schade lässt sich diese Chance nicht nehmen. Erstmalig eine 3-Tore-Führung. Aber diese war schon nach weiteren 3 Minuten Makulatur. Frank Seifert gleicht zum 8:8 aus. 7 Minuten vor Ende des ersten Spielabschnitts sah es für die Eintracht aus Braunertal aber schon wieder viel erfreulicher aus. Christoph Koch erzielt das 15:11. 4 Tore liegen die Alligatoren aus Aschersleben zurück. Eine Auszeit soll da Abhilfe schaffen. Aber die Schützlinge von Trainer Miroslav Cilic kommen einfach nicht näher an die Eintracht ran. Konstantin Paar hält den Schuss von Emil Feuchtmann und leitet gleich einen Konter ein, den Felix Gessner mit dem 17:12 abschließt. Die Unparteiischen hatten es an diesem Abend nicht leicht. Foul von Dominik Schwitzke oder Stürmerfoul von Erwin Feuchtmann. Entscheiden Sie selbst. Hier gibt's 7 Meter für Aschersleben. Carsten Komosch lässt sich die Chance nicht nehmen. Er lässt Christian Gomula keine Abwehrchance und trifft zum Halbzeitstand von 15:19. Aschers Coach Miroslav Cilic motiviert sein Team nochmal alles zu tun, um die 4-Tore Rückstand aufzuholen. Das nahm sich vor allem Ivan Jabo zu Herzen. Er hielt mit seinen Paraden seinem Team den Weg offen, den Rückstand wettzumachen. Aber im Spielaufbau und Abstoß war Aschersleben einfach zu nachlässig. Das machte die Eintracht aus Braunertal an diesem Abend einfach besser. Konstantin Paar hält den Schuss von Carsten Komosch, dann der schnelle Konter, den Jan Pollmer zum 22:18 versenkt. Mitte der zweiten Halbzeit wurde es dann kurzfristig nochmal eng. Gordon Müller trifft zum 25:26 für Aschersleben. Aber postwendend kommt die Antwort der Eintracht. Phil Rebinger trifft zum 27:25. Kurz vor Schluss wäre es fast nochmal spannend geworden. Wäre dieser Schuss von Carsten Komosch ins Tor und nicht an den Pfosten gelandet, wäre das 33:35 gewesen. Aber im Gegenzug macht dann Christian Schade alles klar. Er schießt das Tor zum 36:32 Endstand. 900 Zuschauer sind begeistert von ihrem Team, welches sie auch wieder am 17. März tatkräftig unterstützen werden. Dann heißt der nächste Gegner am Samstagabend um 20 Uhr Bad Neustadt. Gab es im Februar kein Heimspiel für die Eintracht, folgt im März ein Highlight nach dem anderen. Vor allem am 24. März, da geht es dann richtig rund. Der absolute Handballkracher in Nordhessen, das Derby schlechthin. Eintracht Braunertal gegen die Spielgemeinschaft Gensungen-Felsberg. Hier muss man einfach dabei sein. Sichern Sie sich Ihr Ticket rechtzeitig. Es könnte eng werden in der Rundsporthalle in Braunertal am Samstagabend um 20 Uhr.